Hallihallo, hallöle damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute mal ein bisschen was Neues an. Und zwar gab es für Rheinhausen ein Update. Und zwar gibt es da ja im Prinzip größtenteils so Änderungen unter der Haube, die man ja erst passiv mitbekommt, wenn es einen nervt, wie zum Beispiel Kreuzung oder sowas. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die man sehen kann und die schauen wir uns heute gerade mal an. Zum einen gibt es Vegetationen, die man, ja, die jetzt überall stehen, ab und an mal für die Grünflächen. Und zum anderen verstehen wir jetzt auch hier schon im Newlandsberg, da links sehen wir es gerade. Gehen wir es mal ein bisschen schnell, ich würde echt ein bisschen Zeit haben, um das zu fällen, aber ist egal. Dann machen wir das jetzt eben so, ne? Und zwar gibt es jetzt eine Stadtbahn. Die fährt hier zwischen verschiedenen Orten lang. Ja. Und sowohl eben das Modell als auch das ganze Ding, also auch diese Strecke wurde eben halt überarbeitet, dass er eben diese KI-Stadtbahn fahren kann. Jo, ebenso läuft das in die Richtung, müsste eigentlich auch gleich eine kommen. Lass mal gucken, jo genau, 9 läuft, da kommt auch gleich eine. Ich hätte ganz gerne meinen Bus schon da drüben stehen haben. Das heißt also, diese Strecken, die hier sind, das war laut. Heißt, die Straßenbahn, Stadtbahnstrecken, die hier drin sind, wurde ein bisschen zum Leben erweckt mit passend mitgeliefertem KI-Rollmaterial. Das sind 51 Route 1 nach Herrenholz. Jo, das stimmt. Aber ein bisschen wenig Druckluft, ne? Aber wir stellen es ja schon mal vor, weil ich würde ganz gerne mal so ein Foto machen mit uns beiden, also der Stadtbahn und ich. Ich und mein Holz. So, achso, genau, da sehen wir schon zum Beispiel die ersten Vegetationsteile da auch. Finde ich, macht sie echt ganz schick so drumherum. Ist so ein bisschen eine Variation zu den Standardbüschen. Und genau, wir fahren heute den 15 Meter. Da müssen wir hin. Ein 15 Meter MAN Stadtbus. So, das war jetzt schlecht, weil ich es so spät gesehen habe. Aber interessiert ja auch erstmal keinen. So, können wir vielleicht ein bisschen genau Licht im Bus machen. Dann machen wir einmal erstmal auf die Hütte. Also, wir haben auch Schwenk, Hallo. Schiebetüren. Oh, guten Tag. Ja, ich hätte es wohl gerne, ne? 220. Ach, stimmt sogar. Guck mal. Dann machen wir nochmal ein bisschen so automatische Klimatisierung. Ja, sollte das schon passen, ne? Jetzt warte ich eigentlich noch auf die Stadtbahn aus der Gegenrichtung. Hm, müsste jeden Moment kommen. Also da vorne, da ist ja hier die andere Haltestelle. Warum ist da noch eine Anforderung drauf? Oh, dieser klappt doch leider nicht so gut. Also die Bahnübergänge schließen halt auch mit Anforderungen. Hier müsste er eigentlich auch schon durch sein. Hm. Also er fährt da gerade rein. Die fahren im Prinzip halt in so einen Tunnel dann rein und sind dann wieder da. Und so im Prinzip soll das Ganze dann irgendwie funktionieren. Wir gehen aber wieder Richtung Bus. Richtung Bus, Dankeschön. So. Damit wir hier sind, da wo wir auch dann später losfahren müssen, das wäre wahrscheinlich so eine sinnvollere Sache. Ja, Fahrgäste haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viele. Ist da noch jemand, der noch mit möchte vielleicht? Also ist da noch jemand? Nö. Kommt denn da noch jemand? Guck mal, die Anforderung hier ist jetzt zumindest mal weg. Aha, okay. Jetzt schließt er allerdings wegen... Warum er hier offen ist, okay. Jetzt nicht mehr, okay, jetzt hat er zugemacht. Gut, okay. Dann kommt jetzt demnächst kein Zug mehr, das soll es uns aber auch nicht stören. Wir haben mal einen gesehen und ja, das ist ja die Hauptsache. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht zeigen, jetzt haben wir eigentlich auch so ziemlich gleich Abfahrt. Was ich aber nochmal ganz kurz mache, ist, wenn wir hier, warte mal, lass mal kurz gucken, Türöffner. Achso, ja, und was ich noch haben möchte, ist ganz gerne... Türenwagennummer, Sitzentwerter, Spiegel. Für Warnton ist mir egal. Motor, Matrix, Tür. Boah, ich bin jetzt echt blöd, das finde ich es gerade nicht. Halteschlaufen, Innenanzeige. Türsteuerung, da. Ne? Dass nicht nur die letzte Tür automatisch ist, sondern auch die vorletzte. Einfach weil wegen ist so, ne? So, jetzt kommt da keiner mehr. Nö, Bühl ist auch offen. Von daher würde ich sagen, Stadtbahn hat Verspätung oder wir haben sie verpasst, keine Ahnung. Hier fahren wir auf jeden Fall los, dass wir keine Verspätung haben. Warte mal, wir haben noch gar nicht da. Ne, wir haben noch gar nicht hier unser. Hier da Start-Thumbnail gemacht.
Ohne das kann man nicht losfahren. Quatsch, das ist eine Sache, die geht so leider nicht. So. Klima ist automatisch auf jeden Fall mal an. Und wir fahren auch die 51. Die sind wir, soweit ich das weiß, überhaupt noch gar nicht gefahren. Und die hat sich halt eben insofern angeboten, dass die dort losfährt, wo man gleich was mit der Stadtbahn sieht. Das war so eigentlich mein ausschlaggebender Punkt. Der Rest war mir eigentlich relativ egal. Achso, was wir auch noch vergessen haben. Genau. Gucke mal, ne? Dass das soweit passt, ja, dann fahren wir uns halt von der Stadtbahn. Da kann ich jetzt nichts machen. Da haben wir es genug gesehen. Gibt wahrscheinlich noch andere Linien, wo wir es ein bisschen besser sehen können. Die, weil was ist das, die 31? Da kommt man ja von da hinten, wo die andere Station ist. Nächste Haltestelle, Schleswiger Platz. Da hätte man dort wahrscheinlich noch ein bisschen länger gesehen, aber ja, komm. Man kann es auch nicht alles haben, ne? Das sind im Prinzip so die Eckpunkte, also die Stadtbahn-KI-Linie ist im Prinzip mit eben der neuen Vegetation so. Hallo. Sind so die größeren Updates, die man auch so über ein paar weitere Teile der Karte sieht. So, du wolltest eine Standard ermäßigt haben. 40. Boah. Dankeschön. Bitteschön. Kopf rechnen. Ist nicht mehr, ne? Sobald Klausuren geschrieben werden, ist vorbei, ne? Da ist nichts mehr mit Kopf rechnen. Ach ja. So, was haben wir noch Schönes? Ah ja, genau, und solche Sachen wie halt die Performance der Static-KI-Reisebus und sowas verbessert. Das sind so Sachen unter der Haube, da freust du dich, wenn das gemacht ist. Genau, ne? Und somit wären wir dann eben auf Version 1.20, 1.20, 1.20. Ja, auf jeden Fall die Version. So, jetzt sind wir aber eigentlich schon wieder eine weiter. Jetzt hat er nicht weitergeschaltet. Da braucht er immer wahrscheinlich eine Station. Glaube ich, das war doch so. Da braucht man ein bisschen, bis er verstanden hat, dass er selber weiterschalten darf. Achso, genau, und wir haben auch hier im Innenraum da die coole, ich mag die Matrix. Die Innenanzeige Matrix-Dings da gedöns. Ist zwar ein bisschen viel Info auf einmal, aber so ist es. Was haben wir hier ja genau? Nächste Haltestelle, Lützburger Weg. Dann kümmern wir halt so lange selber drum, bis irgendwie, bis irgendwas ist, ne? So, auf damit. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal einsteigen. Guten Tag. Fahrschein? Fahrkarte. Einmal Fahrkarte. Das kriegen wir hin. Bitteschön, 2,20 und das wären dann 30. Dankeschön. Angenehme Fahrt. Boah, bin ich hier schon mal lang gefahren? Das sind wahrscheinlich so ein paar Kreuze und die kreuzt man auch so ab und an. Wobei, also Jürgensberg kommt man ja generell mal vorbei. Das war jetzt schlecht, Josh. Das hast du selber gemerkt. Aber hier so, nee, da ist er auch. Ich habe Vorfahrt. Würde ich auch meinen. Okay, es reicht zumindest nicht viel. Ah. Nächste Haltestelle. Wunderbar, ne? Da funktioniert das auch automatisch. Brauche ich mir um nichts mehr kümmern. Mal einfach nur fahren. Ist doch echt nicht schlecht. So mal zwischendrin und mal wieder was Neues. Wir werden wahrscheinlich festgestellt haben, dass. Achso. Hallo, herzlich willkommen in der neuen Staffel. Habe ich auch ganz vergessen. Folge, warte mal, 601. Hallo. Hallo neue Welt, hallo neue Staffel. Ich könnte auch irgendwie anfangen, diese, warte mal, es war noch eine Zeit lang mal ganz in, Staffel 03, Episode 1. Also es wäre jetzt S06, E01. Ich glaube, die Nummerierung bzw. die Nomenklatur kam ja, wenn ich mich nicht täusche, kommt die ja eigentlich so aus dem Serienmilieu. Mit diesem. Oh, da darf ich nicht hingucken. Hallo. Ist aber schade. Ich find's immer schade, wenn man da nicht hingucken kann. Was eigentlich echt ganz schick ist. Also mir gefallen auch die ganzen Texturen hier in den Haltestellen und so. Ich find's auch echt schick. Aber so ein paar Sachen, die will ich dann einfach nicht hingucken. Nee, es kommt ja wahrscheinlich aus dem Seriendings da, dass man so Serienfolgen identifizieren kann. Aber da ich, keine Ahnung, weder viel Motivation, Schrägstrich Lust, noch überhaupt irgendwie Zeit finde, überhaupt irgendwie Serien zu gucken. Das hassen mich wahrscheinlich alle, weil man muss 2018, haben wir ja auch schon, boah, so viele Neuerungen, ey. Man muss halt 2018, jetzt 2017 war, glaube ich, der große Dings. Also man muss ja irgendwie heutzutage Serien gucken und hier mitreden und da mitreden. Keine Ahnung. Dann bin ich da irgendwie wohl außen vor ein wenig. Ach ja, aber so ist es halt. Aber nicht am Puls der Zeit, da kannst du auch nichts machen, ne? Vielleicht auch am Zahn der Zeit, ist auch egal.
irgendwas von beiden, ob es jetzt der Puls oder der Zahn, das ist irgendwas, was mit Körper zu tun hat, was man vielleicht damals im Biounterricht schon mal gehört hat. Glaube ich, ja, hat man vermutlich mal schon. Zumindest schon mal gehört. Man kann es grob zuordnen. Und das ist am meisten eigentlich gar nicht mal so unwichtig, wenn man das kann bei einigen Sachen. Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. Ist aber ganz schön gut was los hier, gell? Also gerade auf der Straße. Was anscheinend gemacht wurde, sind auch die ganzen Kreuzungen, an denen es zu Staus gekommen ist, ab und an mal irgendwie überarbeitet. Aber guck mal, überall haben sich echt die Mühe gemacht, da die neue Vegetation hinzusetzen. Das ist ja nichts, was du mal kurz massenmäßig irgendwie austauschen kannst oder einfügen, sondern das ist ja dann tatsächlich manuelle Handarbeit. Gibt es auch automatische Handarbeit? Keine Ahnung. Ja, mei, du, das ist jetzt aber eine Sache da, die ist jetzt da, ich weiß jetzt auch nicht, ob das da so richtig ist. Ah ne, die hat grün, er ist bei rot gefahren, gut. Okay. Ach so, sie hat wahrscheinlich vielleicht den, hat sie den Pfad blockiert, deswegen ist er nicht gefahren. Also er war schon über der Schwelle drüber, wo die Ampel greift. Also um sie gibt es da so eine Stelle, wo im Prinzip diese Ampelhaltelinie ist. Da war der LKW vielleicht schon drüber. Sie hat allerdings den anderen Pfad vielleicht blockiert. Ach, keine Ahnung. Ich kann da jetzt irgendwelche, wie heißt das? Mutmaßungen heißt das Wort, anstellen, aber hey. Hallo. Die Mutmaßung können sich auch gerne mal hinten anstellen, wenn wir schon welche anstellen. Bitte mal hinten anstellen, das sorgt für mehr Ordnung. Hahaha, witzig, ne? Anstellen. Das haben wir gelacht. So, ich bin mir nicht sicher. Gut. Genau dessen bin ich mir nicht sicher. So, hier, da Genitiv und so mal wieder benutzt, gell? Genau dessen bin ich mir nicht sicher, ob wir da wirklich da rauskommen. Nein, er hat uns nicht rausgelassen. Ich hab's festgestellt. Und ich trottel mal nicht mehr so, ne? Es gibt so Folgen da, ist echt schlimm mit Schnellfahren. Da glaube ich, Genau. Habe ich für alle, die, glaube ich, die Folge 600 mal komplett gesehen haben, habe ich, glaube ich, am Ende auch erzählt. Glaube ich, gibt's Folge, fährst du so. Das ist heute wieder eher so ein gemütlicher Tag, ne? Nicht ganz so viel Stress, zwar auch keine Zeit, aber ein bisschen so viel Hektik. Von daher, was ist denn das eigentlich, was hier alles so ist? Ich kann das nicht identifizieren. Irgendwelche Vegetation halt. Geht die in den Boden rein? Warte mal ganz kurz. Nee, die ist tatsächlich so, okay. Dafür ist da unten mal ein bisschen wenig, wobei... Ja gut, in der Mitte hat noch irgendwie ein bisschen mehr sein. Ach, keine Ahnung. Im Prinzip ist es ja auch Wurst, ne? Ich finde Vegetation generell eigentlich eine ganz coole und praktische Sache. Ja, ihr dürft gerne fahren. Also ihr solltet fahren. Ja, du nicht, ne? Der andere. Ja, dann fahre ich mal. Mit Vegetation kann man in Omni tatsächlich recht viel machen. Weil so einfach nur eine plane grüne Fläche ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Da macht das Spiel die Engine nicht viel draus, von daher... ist es wichtig, dass man da ein bisschen selber aktiv wird, ne? Mit der Selbst-Proaktiv-Formel von... Ach, keine Ahnung, was. So, lass mal ganz kurz hier vorplanen. Hallo. Guten Tag. Ja, wir kommen gleich zum Hauptbahnhof. Okay, nur, dass ich mal so grob eine Einschätzung habe, wo wir sind. So, dann drehe ich mal ein bisschen zu mir. 2, 20 und 30, 50 und 1. 2. Ach, ja, 2, 20. Ja, gut, okay. Ja, vielleicht wird es heute dann im Laufe der Folge nochmal was mit dem Rechnen. Da bin ich mir jetzt aber prinzipiell nicht so sicher. Also, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Ich meine, es ist nicht, dass man jetzt hier irgendwie rechtlich verhaftbar ist, was ich hier erzähle. Auf einmal ist 2,20 plus 1,80 wirklich noch 5 Euro? Nicht, dass wir da echt noch hinkommen. Uiuiui. Und ich bin schuld dran. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Weißt du, da müssen wegen mir irgendwie, muss da alles geändert werden, die ganzen Mathematik-Gesetzmäßigkeitsbücher und der ganze Mist. Was meinst du, was das kostet? Also das kann sie nicht zahlen, deswegen ist das, glaube ich, eine... Ja, komm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, da einfach ein... Diese Angaben sind ohne Gewähr dran zu hängen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, ich darf ja geradeaus... I-Bims ja keiner von den Autos. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. 51, das wäre mal die Richtung. Zirkeln wir hinter dem Kollegen her, aber... Oh ja.
Ach nee, warte mal, der fährt hier durch. Stimmt, der hat ja da links schon gehalten, vorher am Hauptbahnhof. Das bedeutet für uns, ja, der fährt uns erstmal ein paar Meter davon. Gucken wir, ob wir den einholen. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ist es auch recht egal, weil passt ja eigentlich alles soweit ganz gut. Fahrzeittechnisch ausstellen will immer noch keiner. Ist es überhaupt schon mehr mit ausgestiegen heute? Weiß ich nicht. Hallo. Ja, zumindest haben wir mal einen 15-Meter-Bus. Heißt, die Fahrgäste sind zumindest vermutlich schon mal Danke. Theoretisch zufriedener mit uns als mit den normalen 12-Meter-Solobussen, die sonst hier rumgurken. Jetzt haben wir vielleicht keine wütende Meute mal hinten drin. Ist auch ganz praktisch, ne? Freut man sich mal, wenn man da nicht immer den wütenden Mob hinten drin hat. So, übrigens ist euer Wischmob euch auch böse, wenn ihr ihn nicht sauber macht, nachdem ihr ihn benutzt habt. Das ist auch ein wütender Mob. Bestimmt. Nächste Haltestelle, Plankenhof. Ganz sicher, das kann ich euch sagen, das ist wirklich so. Es ist kein Witz. Haha, doch, es war ein Witz. So, wer will euch denn mit, ne? Wir spawnen das alle, weil der Kollege gerade weg ist, das weiß ich. Ich muss aber hier vorne halten, da ist die Markierung. Kann ich auch nichts machen. Guck mal, ob jemand aussteigen.